E-Obus von Salzburg nach Grödig, wir waren bei der ersten Testfahrt dabei. 120 Jahre Eichertmühle, ein Kraftwerk feiert Geburtstag. Und neue Lokalbahn-Haltestelle in Siegelheiden bei Oberndorf im Flachgau, das sind die Themen. In Zukunft fährt der neue E-Obus von Salzburg bis nach Grödig und das im letzten Abschnitt ohne Oberleitung, aber eben trotzdem elektrisch. Und wie das funktioniert, haben wir uns bei einer ersten Ausfahrt etwas genauer angesehen. O-Busse sind bekannterweise dort unterwegs, wo es Oberleitungen gibt. Nicht so der neue E-Obus der Linie 5, die ab sofort bis zur Untersbergbahn in Grödig fahren wird. Modernste Technik ermöglichen ein Fahren nur mit Batteriestrom. Das Besondere daran ist die Traktionsbatterie in der Größe von 60 Kilowattstunden, die den Betrieb auf 10 Kilometer Länge abseits der Fahrleitungen bewerkstelligt. Das System funktioniert dermaßen, dass das System unter der Fahrleitung auflädt und dann im Batteriebetrieb die Energie aus der Batterie bezieht. Die Streckenlänge ist so bemessen, dass die Batterie mit ausreichend Reserve im Fahrleitungsnetz geladen werden kann. Die Verlängerung der Obuslinie 5 bedeutet für Pendler eine enorme Erleichterung. Das Abbügeln der Stromabnehmer von der Oberleitung wird im Bereich der Birkensiedlung durchgeführt. Danach geht es mit 100% erneuerbarer Energie weiter bis zum Untersberg. Ich muss sagen, fahren tut er sich sehr gut, der Bus. Es ist wirklich gute Qualität zum Fahren und diese Außenspiegel mit den Kameraspiegeln, es ist bestimmt eine Erleichterung, besonders wenn der Bus voll ist bei Regen, wenn die Scheiben beschlagen sind oder im Winter, wird es ja keine Probleme mehr geben, dass man den Spiegel nicht gut überblicken kann. Um stets sicher und mit genug Batteriestrom ans Ziel zu kommen, besitzt der E-Obus ein intelligentes Energiemanagementsystem. Das heißt, es werden Parameter vom Fahrzeug selbst, aber auch von den Umgebungseinflüssen gesammelt. Einige dieser Parameter sind zum Beispiel die Witterungseinflüsse, der Ladezustand des Fahrzeuges, die Strecke und der Haltestellenabstand. Bis zum Jahresende sollen noch weitere 9 E-Obusse geliefert werden, ehe im ersten Halbjahr 2020 alle 15 Fahrzeuge Salzburg erreichen. Und die Fahrzeuge werden in erster Linie auf der Linie 5 eingesetzt, in Fahrtrichtung Grödig, aber auch im restlichen Netz, wenn nicht der größte Auslauf auf der Linie 5 gefahren werden muss. Der neue E-Obus ist knapp 15 Meter lang und kann 155 Personen transportieren. Die neue Busflotte von Grödig nach Salzburg erleichtert damit den Umstieg vom eigenen Pkw auf die öffentlichen Verkehrsmittel. Ein wichtiger erster Schritt im Kampf gegen Staus, Abgase und einer völlig zugeparkten Innenstadt. Und weil wir schon in Grödig sind, haben wir auch noch einen Abstecher ins Kraftwerk Eichertmühle gemacht, das heuer das 120-jährige Bestehen feiert. Der Almkanal ist ein künstliches Wassergerinne im Süden der Stadt Salzburg und führt von der Königsee-Ache bis zur Salzach in der Stadt Salzburg. Der durch den Mönchsberg führende Stiftsamstollen ist der älteste mittelalterliche Wasserstollen Mitteleuropas und kann jährlich bei der sogenannten Almabkehr im Herbst begangen werden. Er diente zur Versorgung der Stadt mit Nutz-, Trink- und Löschwasser sowie dem Mühlenbetrieb. Heute ist der Almkanal vor allem als Erholungsraum und als Kulturdenkmal bedeutsam. Er wird aber auch weiter zur Energiegewinnung genutzt. Und hier kommt das Kraftwerk Eichertmühle der Salzburger AG bei Grödig ins Spiel. Das Kraftwerk gehört zu den Schmuckstücken der Kraftwerksflotte und wurde bereits 1899 von den damaligen Salzburger Elektrizitätswerken gebaut. Es ist dann betrieben worden bis 1908, wo für den Bahnbetrieb ein zusätzlicher Gleichstromgenerator installiert wurde und die Maschinenleistung erhöht wurde auf ungefähr 150 Kilowatt. In weiterer Folge ist es betrieben worden bis in die Nachkriegszeit 1953, wo eine große Revision stattgefunden hat und auch die Bahnbetriebsanlagen außer Betrieb genommen wurden und ist dann weitergelaufen in der derzeitigen Form bis 2005,
wo wir einzig und allein einen kleinen Umbau vorgenommen haben, nämlich die Automatisierung der hydraulischen Anlagenteile und das bislang fettgeschmierte Lager, das sich im Wasser befand und das Fett ins Wasser sozusagen abgegeben wurde, wurde umgebaut auf ein wassergeschmiertes Lager. Seitdem ist die Anlage in gleicher Form noch in Betrieb und auch denkmalgeschützt und ist einzigartig durch ihre spezielle Bauform auch mit dem Kammlager, mit den Holzzähnen des Zahnrades. Und jetzt noch ein paar Infos für Profis. Das Kraftwerk Eichebmühle hat eine durchschnittliche Jahreserzeugung von 950 Megawattstunden. Diese werden von einer Francis-Schachtturbine mit vertikaler Welle erzeugt. Unterm Strich ergibt der Strom für ca. 250 Haushalte in Salzburg. Richtig stolz ist man nach wie vor auf das Herzstück des Kraftwerkes. Auf das Holzkammrad. Vereinfacht gesagt, ein Zahnrad, das als Turbo für die Drehzahl des Generators dient. Das Besondere an der Turbine des Kraftwerkes Eichetmühle ist das Holzkammrad. Das Holzkammrad dient dazu, die Umdrehungszahl der Turbine auf die Umdrehungszahl des Generators zu erhöhen. Dieses Holzkammrad besteht aus 126 Kammreihen mit je drei Holzzähnen. Diese Holzzähne werden aus Weißbuche gefertigt. 2012 haben wir uns entschlossen, diese Zähne selber zu fertigen. Dadurch konnten wir die Standzeit von früher fünf Jahren auf jetzt 7 bis 10 Jahre erhöhen. Dass diese altwürdigen Gerätschaften viel Liebe in der Wartung benötigen, ist auch klar. Zuständig dafür ist Raphael Oberhuber von der Salzburger AG, der das Kammrad regelmäßig wartet und schmiert. Und das mittlerweile auch schon seit fast 16 Jahren. Die Pflege, ein bisschen Verantwortung habe ich da natürlich bei so einem alten Teil, damit das noch lang bestehen bleibt und ohne größere Reparaturen umgeht. Und das ist auch gut so, denn immerhin soll das Kraftwerk Eichelmühle der Salzburger AG auch noch in Zukunft Strom liefern. Zum 120-jährigen Geburtstag gibt es am 4. Oktober zwischen 12 und 17 Uhr Führungen durch das Kraftwerk. Wir machen jetzt einen Themenwechsel. Einen ausführlichen Bericht über den neuen E-Obus haben wir Ihnen ja schon in dieser Sendung gezeigt. Die Obusflotte wird also erweitert und aus diesem Grund suchen wir auch noch verstärkt Nutzfahrzeugtechniker. In der Hauptwerkstatt ist meine Arbeit, die Busse auf neuesten Stand zu bringen, die Reparaturen durchzuführen und gegebenenfalls herzurichten. Ja, wenn im Obus angezeigt wird, dass die Bremsen schon fertig ist oder die Bremsbacken abgefahren sind, werden die Bremsen erneuert bei uns. Das heißt, der Obus kommt in die Hauptwerkstatt rein, werden natürlich die Radeln runtergeschraubt und die Bremsen neu belegt und neu gemacht. Das heißt, es wird durchgeschaut, es werden die Bremsleitungen angeschaut, es werden neu Belege eingearbeitet und so wird der Obus wieder auf neuesten Stand und fit gemacht zum nächsten Einsatz. Ja, da sind viele Arbeiten. Man schaut, dass kein Luftverlust entsteht, dass der Luftbalk passt, dass die Federung passt. Man schaut auch innen, wenn die Haltestangen alles fest sind und dass die Leute nicht umfallen, wenn sie sich anhalten. Passt. Man schaut, dass die Reifen gut sind. Man schaut einfach das ganze Auto durch. Der Kompressor optimal arbeitet, dass der Luftdruck gehalten wird und solche Sachen. Es ist eine interessante Aufgabe. Es tut sich immer was Neues. Es ist viel neue Technologie verbaut. Überhaupt jetzt mit den Batteriebussen. Es ist eine interessante Arbeit. Der Bus ist klasse zum Fahren, wenn man das ein bisschen will. Es ist zwar nicht die leichte Arbeit, aber es ist keine schlechte Arbeit. Jetzt vor dem Winter sollten Sie sich noch unbedingt Gedanken über die oberste Geschossdecke in Ihrem Haus machen, also die Decke zwischen dem Dachboden und dem obersten Geschoss. Ist diese nämlich schon in die Jahre gekommen oder grundsätzlich schlecht gedämmt, kann dies zur Kostenfalle werden. Jetzt oberste Geschossdecke dämmen und Förderungen kassieren, so lautet derzeit unser Motto, denn die oberste Geschossdecke spielt für den Gesamtenergieverbrauch eines Gebäudes eine wesentliche Rolle. Denn warme Luft steigt auf und beheizt ungewollt den ungedämmten kalten Dachboden. Das bedeutet,
In der obersten Geschossdecke haben wir Wärmeverluste, die von unten, von den Wohnräumen herkommen. Und ähnlich wie es bei einem Kochtopf ist, wo man weiß, dass ich ohne Deckel wesentlich mehr Energie verbrauche, geht auch da die Wärme verloren in den Dachboden, wo sie ungenutzt nach außen entweicht. Mit einer Dämmung können Sie bis zu 15% der Heizenergie für das gesamte Gebäude einsparen, den Wohnkomfort merklich steigern und die Gefahr der Schimmelbildung reduzieren. Als Materialien wird Polystyrol verwendet, das ist das billigste Material, muss aber dann abgedeckt werden mit einer brandfesten Platte. Das Polystyrol am besten in zwei Schichten, die überkreuzt verlegt werden. Man kann allerdings andere Materialien auch verwenden, zum Beispiel Mineralfaser. Mineralfaser ist von Haus aus nicht brennbar. Da bräuchte ich nicht einmal Abdeckung drauf. Wobei, das muss man hinterfragen bei den Gemeinden, weil der Brandschutz ist Gemeindesache. Angesichts der relativ geringen Investitionskosten stellt die Dämmung der obersten Geschossdecke eine der effektivsten Energiesparmaßnahmen dar. Der Einsparungseffekt hängt jedoch wesentlich vom ursprünglichen Deckenzustand, von der Dämmstärke und der Qualität des verwendeten Dämmmaterials ab. Dieses Muster ist eine Systemplatte, das ist in einem Dämmstoff und ein brandbeständiger Belag drauf, der begehbar ist. Am günstigsten macht man das mit zwei verschiedenen Lagen. Das heißt, ich kann das jetzt kombinieren, eine dünnere und eine dickere Lage oder zwei gleich dicke Lagen. Und das kommt dann insgesamt halt auf einen Wert, der eben den Richtlinien dann entspricht. Die Salzburger AG unterstützt mit dem Klimabonus umweltbewusste Energiekunden mit der Umsetzung ihrer Dämmmaßnahme. Die Voraussetzungen für den Klimabonus finden Sie übrigens auch auf unserer Website. Seit Mitte September gibt es eine neue Haltestelle in der Nähe von Oberndorf, genauer gesagt in Siedlheiden, die feierlich eröffnet wurde. In nur 4 Monaten wurde auch die Strecke in diesem Bereich saniert. Die Sanierung des Streckenabschnittes der Salzburger Lokalbahn zwischen Oberndorf und Siedlheiden ist abgeschlossen. Auf einer Strecke von 1,6 Kilometern modernisierte die Salzburger AG Schienen, Schwellen und die Fahrleitungsanlage. Im Zuge der Bauarbeiten wurde auch die Haltestelle Siedlheiden neu gebaut und auf die andere Seite der Gleise verlegt. Für die Fahrgäste der Salzburger Lokalbahn eine Komfortverbesserung. Für uns als Betreiber ist es sehr wichtig, dieser Ausbau, weil wir damit einerseits den Komfort für die Bevölkerung hier, für die Oberndorferinnen und Oberndorfer, aber auch für die Gümmingerinnen und Gümminger verbessern können. Und eines darf man auch nicht vergessen, es geht hier auch um Klima, CO2-Neutralität. Wenn ich von der Straße, vom Auto Gäste in den Zug auf die Schiene bekomme, hat das auch einen wesentlichen Klimaeffekt. Der neue 120 Meter lange Bahnsteig ist zukünftig über 2 barrierefreie Zugänge erreichbar. Die Haltestelle verfügt über einen modernen Fahrgastunterstand mit komfortablen Sitzgelegenheiten. Ebenfalls neu ist das Kundeninformationssystem. Dieses besteht aus einem modernen Abfahrtsmonitor und automatischen Bahnsteigansagen. Für den Oberndorfer Bürgermeister Georg Tschuntscher war die Verlegung des Bahnsteiges von größter Wichtigkeit. Für uns war vor allem wichtig, dass die Haltestelle auf die Siegelheiden-Seite verlegt wird. Die alte Haltestelle war so konzipiert, dass quasi die ganzen Schülerinnen und Pendler von der Siegelheiden-Seite übers Gleis gehen haben müssen, dass sie die Haltestelle erreichen. Und das bringt jetzt durch die Verlegung auf die Siegelheiden-Seite ein Mehr an Sicherheit und das ist ganz wichtig. Für Gömming kommt die neue Eröffnung gerade recht. Ist man doch guter Dinge, dass das Betriebsgelände der ehemaligen Oberndorfer Druckerei bald wieder genutzt wird. Ja, für uns hat es eine große Bedeutung, vor allen Dingen jetzt, weil unser Nachbarbetrieb, also der, nicht unser Betrieb, die Oberndorfer Druckerei, die zugesperrt hat, und wir hoffen doch, dass wieder ein neuer Betrieb kommt. Hoffen wir auch über 100 Mitarbeiter wieder, die dann wieder sicher auf den Arbeitsplatz kommen können und zurück. Und natürlich auch, es ist der einzige Bahnhof, den wir in Gömminger Nähe haben, dass unsere Gemeindebürger den auch nutzen können. 2, 1, jetzt! Die Haltestelle Siegelheiden ist offiziell eröffnet. Für die rund 6.500 Einwohnerinnen und Einwohner von Oberndorf und Gömming steht nun einer komfortablen Fahrt mit der Salzburger Lokalbahn nichts mehr im Wege. Alle Informationen zur Sendung finden Sie natürlich auch im Internet unter www.salzburg-ag.at. Und weil wir gerade beim Internet sind, die Salzburg ist laut PC-Magazin bester regionaler Internetanbieter. Die Produkte dazu finden Sie ebenfalls auf unserer Website. Viele Seiten der Salzburger Lebensqualität haben ihren Ursprung in der Salzburg AG.
wo sauberer Strom fließt und wo Wärme weiterdenkt. Wo Mobilität jedes Ziel erreicht. Wo ein ganzes Land vernetzt ist. Alles für zufriedene Kunden und alles aus einer Hand. Salzburg AG. Wozu?